In dieser Woche bleiben wir mit unserer Flüchtlingsreportage auf dem Unicampus. Interessierte Flüchtlinge konnten nämlich in den vergangenen Wochen einen Eignungstest ablegen, der es ihnen ermöglicht, ab dem nächsten Wintersemester in einem MINT-Studiengang zu studieren. Damit unsere neuen Kommilitonen aber auch sprachlich in der Vorlesung mitkommen, ist im November ein Deutschkurs speziell für diese Gruppe Flüchtlinge am Studienkolleg gestartet. Wir haben eine Deutschstunde mit der Kamera begleitet und mit Dr. Michael Aulbach, dem Leiter des Studienkollegs, gesprochen. Der Deutschkurs ist halt der Bereich, in dem die sprachlichen Grundlagen gelegt werden. Und das ist unser Job. Das machen wir ja seit 50 Jahren und das machen wir auch hier. Die Zielsetzung ist aber ganz klar. Am Ende dieses Semesters soll hoffentlich der Nachweis erbracht werden, dass man den Vorbereitungskurs belegt, der dann zur Sprachprüfung führt, die für den Hochschulzugang relevant ist. Also wir sind praktisch so ein bisschen das Eingangsportal zur Universität. Also einen schönen guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen zum Unterricht am Donnerstag. Wir haben insgesamt 18 Leute im Flüchtlingskurs, in dem Segment. 80% homogene Gruppe, arabischsprachige Studenten, Eritreer sind ja englischsprachig und sprechen Tigrinisch, der Sprache, die wir gar nicht kennen. Normalerweise haben wir eben extrem internationale Gruppen und das bringt auch eine Herausforderung. Einerseits kann man natürlich durch Übersetzen lassen gewisse einfache Dinge klären. Andererseits ist ja das Spekulieren und das Suchen nach der Bedeutung ein wichtiger Lernprozess. Also da sind die Lehrer gefragt, die Balance zu halten. Es ist insofern ein sehr besonderer Kurs. Wir haben das sonst also nie. Kennen Sie ein Wort? Man sagt anstrengend. Wie heißen die Sportarten? Gehen Sie mal die einzelnen Bilder durch und überlegen Sie, weiß ich, was das ist? Vielleicht ist es auch nicht klar. Und überlegen Sie, wissen Sie das Wort auf Deutsch? Und wenn nicht, vielleicht weiß ja der andere etwas und wir machen das. Immer ist Sprache und Kultur nicht trennbar. Sprache vermittelt Kultur und Kultur ist geprägt durch Sprache. Bei uns ist Kultur auf jeden Fall sehr wichtig. Einerseits Deutschland als Land, wo sie leben, gewisse Eigenheiten, aber natürlich auch Arbeitskulturen, wie zum Beispiel, dass man präsentiert, dass man Gruppenarbeiten macht, dass man auch eigenständig arbeitet, selbstständig Lücken schließt. Gerade bei dem Kurs ist das eben wichtig, weil die Leute sehr heterogene Lücken haben. Und das sind kulturelle Eigenheiten, die jetzt nicht so landeskundlich sind, aber eben wissenschaftskundlich und die werden in unsere Kurse immer mit eingebaut. Was wir als Lehrkräfte machen, ist nie Arabisch sprechen, weil wir das nicht können. Also Arabisch kann bei uns nur der Tutor. Was da oben? Dann soll Ihre Worte herkommen. Ah, was man, er läuft, er rennt, er startet, er hebt, er trägt. Na, oder sie kämpft. Wir sprechen nur Deutsch im Kurs. Es gibt mal ein Wort, das man übersetzt ins Arabische, ins Englische. Aber das ist praktisch Ersatz für ein Wörterbuch. Das sind nicht Sequenzen, das sind nicht Strukturen. Ich versuche auch grammatisch Vergleiche herzustellen mit anderen Sprachen, aber auf Deutsch. Mich. Ich kann nicht sagen, ich freue Sie. Ich frage mich. Kann sagen, ich frage Sie, woher kommen Sie? Ja. Und ich sage, ich frage mich, gehe ich heute Abend ins Kino oder bleibe ich zu Hause? Also ich habe regelmäßig in dem Kurs noch mehr als mit anderen und eine Rücksprache mit meinen Co-Lehrern. Und wir haben alle den Eindruck, dass es ein sehr konzentrierter, ein sehr leistungsbereiter Kurs ist. Die sind sehr gefordert. Sie kommen natürlich auch jetzt durch dieses plötzliche Umschwenken auf rein deutschsprachige Milieus an die Grenze. Sie sind teilweise auch ein bisschen schon gestresst, aber das macht sich nicht negativ bemerkbar, sondern so mit einer gewissen Müdigkeit. Der Kurs hat eine sehr hohe Moral und er kommt schnell voran und wir hoffen, dass dadurch eben auch die Weichen gestellt sind, dass wir in einem Jahr neue Studenten daraus eben hervorgebracht haben.